So, na dann wollen wir nur mal weitergehen, ne? Ja, hier ist wieder Kruste da ganz alleine, ne? Ist ja wie beim letzten Part. Ja, so, war das so Zeit. Das Grab von Qualopec. Qualopec. Wer auch immer. Gräber. Ich finde ägyptische Gräber voll interessant, ey. Die meisten sind leider ausgeraubt, weil da sind so blöde Grabräuber und so. Und deswegen ist da kein Gold mehr drin. Ist das nicht voll schade? So ägyptischer Schmuck, voll geil. Ich finde es was voll episch. Diese Faces hier sind auch nicht schlecht. Ganz schlechte Zähne. Alter, geh mal zum Zahnarzt. Ja, ich laber wieder Quark. Quark, Quark, Quark. Quark ist toll. Oh. Festhalten, gut. Ich dachte gerade, ich müsste bis zu dem Vorsprung hinten springen, aber vor mir ist eine Stange. Ah, puh. Und jetzt hier dran ist... Oh, eigentlich voll einfach. Gut. Naja, ich will jetzt auch nicht so unbedingt kommentieren, wie ich hier rumhüppel, ne? Gucken wir mal nach draußen. Wetter. Naja. Sonnenschein kann man das nicht nennen. Der Winter ist schon was, ne? Hey, die Mucke. Mucke, hört ihr das? Okay. Oh, sie ist noch nass, oder was? Schüttelst du da gerade deine Füße? Das war cool. Und das sieht aus, als würde zusammenbrechen. Ich will da irgendwie nicht drauf. Da sind voll viele Risse und so. Das wird hundertprozentig zusammenbrechen. Aber hallo. Und dann sind da unten Viecher, oder? Oder? Ich will nicht. Kann man nicht noch irgendwo anders lang? Da! Yeah, oder? Ey, komm, lass einfach drauf gehen. Ich war mir so sicher! Warum enttäuschst du mich, wenn es mal so weit ist, Mann? Ah! Verarscht mich doch. Hat es bei euch schon geschneit? Bei uns hat es schon geschneit. Das sah voll cool aus. Wo bist du denn da gerade gegen gelaufen? Ich mag Schnee. Es hat geschneit, während wir in der Schule waren. Also, boah, ich bin so schlau. Und dann hatten wir voll die weiße Pause. Und dann... Schneeballschlacht ist eigentlich nicht erlaubt, aber es ist auch nichts passiert. Okay, doch, könnte sein, dass bei den Fünfern was passiert ist. Die sind da sau unachtsam. Aber jo, wir Mädchen haben uns dann ein bisschen mit den Jungs abgeworfen. Naja, teilweise jedenfalls. Und das war schon echt lustig. Ich finde, so entsteht auch so ein bisschen Klassengemeinschaft, oder? Hey, hier ist ja gar nichts. Was soll ich hier unten? Kann man hier irgendwie... Nee, hier ist gar nichts. Hä? Warum bin ich hier runtergegangen? Ich habe gedacht, hier wäre irgendwas Interessantes. Komme ich da jetzt überhaupt wieder hoch? Das ist nämlich voll weit oben, ne? Ach du Scheiße, war das jetzt ein Fehler? Ich bin hier ohne nachzudenken runtergegangen. Kann man das schieben? Entschuldigung. Ja. Oh, Mann, ich mache mir schon Panik. Nein. Falsche. Ach so. Ah, cool. So. Okay, das ist doch gut. Müsste gehen. Ich mach schon Panik, Mann. Tut mir leid. Ich denke, ich wird's wahrscheinlich wieder so. Da ist die dumm. Bin ich auch. Bin ich auch. Das gebe ich offen zu. Aber das musste jetzt leider nur mal sein. Na. Ich wollte nur noch mal bestätigen, dass ich echt dumm bin. Aber ich weiß jetzt auch nicht so genau, wo ich jetzt überhaupt hin muss. Gibt's hier so ein Haken, wo ich dranhängen können und dann rüberschwingen? Da ist sogar einer. Aber ich kann den gar nicht mal anvisieren. Kann ich sonst irgendwas anvisieren vielleicht? Nee, ist alles normal. Dann, ja, auf den Vorsprung. Aber es ist ein bisschen riskant, da hinzuspringen, oder? Wenn ich jetzt Q drücke, passiert dann was? Nein. Nicht wirklich, nee. Sag mal, bin ich eigentlich noch zu retten? Ich suche hier die ganze Zeit rum. Wo kann ich lang? Wo kann ich da? Wie komme ich darüber? Wie komme ich darüber? Und da ist ein Eingang. Ein Moment, ich schlage mich mal kurz selber. Au! Das habe ich voll verdient. Ich bin so doof. Wow, eigentlich ahnen sollen. Das war doch sogar so ein Kreisausschnitt. Ist doch klar, dass da was runterfällt.
Boah, hab ich mich gerade... Ich so, so schnell weg und dann hat es mich dann noch erwischt. Okay, wir machen es nochmal. Und weg. Das ist nur blöd, dass die Kamera wechselt. Wow. Gott. Kommt jetzt noch eins, wenn wir nochmal... was? Hey! Das ist nicht fair. Die haben uns eingeschlossen. Mann. Okay, und... ey, wo ist denn der Stein jetzt hin? Das ist doch hier irgendwo runtergefallen dann, oder? Hä? Ist der hier irgendwo? War da gerade... hä? Habe ich das nicht vorhin da unten eingesammelt? Hä? Hä? Und die Kiste ist... ach so, weil ich eben gestorben bin? Ach so, nee. Ich habe so keinen Bock, nochmal dahin zu gehen. Nicht wirklich. Hä? Aber jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, wo ich lang muss. Das hat bestimmt irgendwas damit zu tun. Vielleicht, wenn ich weiter weg bin, vielleicht kann ich dann mich da dran hängen. Vielleicht. Maybe. Cool. Nein, das klappt schon mal nicht so. Chris, ich bin am Verzweifeln. Nee, ich... keine Ahnung. Könnten ja nochmal runtergehen. Und was bringt dir das? Nichts. Genau. Hä, wo ist der Stein überhaupt hin? Ist das... ey, komm, wir gehen mal runter. Aber ich will nicht runterspringen. Das gibt bloß Schaden. Wir machen das hier. Ganz einfach. So. Ohne Schaden runtergekommen. Hä? Hier ist gar kein Stein. Es ist doch so ein Riesenbrocken runtergefallen. Der muss doch hier unten liegen jetzt. Gibt's doch nicht, Mann. Ich guck gerade. Da sind auch Vorsprünge, aber da komme ich so nicht ran. Nee. Ich bin doof. Ich kann es auch jedes Mal noch gerne unter Beweis stellen. Immer wieder gerne. Also bin ich jetzt hier voll unnötig runtergegangen. Applaus. Gott, ich bin einfach zu blöd. Hier, da, so. Ich mag das Prinzip des Schiebens hier. Das ist cool und... hallo, kann ich hier nicht weiter? Vielleicht, wenn ich so drehe. Hä, Mann! Egal, es wird auch so gehen. Ja, geht. Gut. Ich muss doch jetzt hier irgendwas machen können. Ey, ich bin jetzt die ganze Folge hier total beschissen rumgelaufen. Weil ich einfach keine Ahnung habe. Ich weiß jetzt, wie man hier weiterkommt. Ich habe nachgeguckt im Internet. Und... Mann! Ich wäre da niemals drauf gekommen. Okay, vielleicht, wenn ich mich ein bisschen besser umgeschaut hätte, aber... ja, das... ich hätte mir doch denken können, dass es irgendwas zu bedeuten hatte. Hier. Dieses Teil kann man jetzt verschieben. Aber ganz im Ernst, wer denkt da dran? Das ist übelst schwer. Wer kann das verschieben? Hallo? Klar. Lara Croft kann es. Ist klar. Hallo? Hallo? Schieb es. Ach so. Ich muss ja auch, an das Teil daran kommen, ne? Kann man noch weiterschieben? Jo, kann man. Weiter. Weiter. Ich will nur gucken, wie weit es geht. Weiter. Weiter. Okay, jetzt geht es. So. Kann man jetzt nicht auch von der Seite hier? Ja. Geht. Guck ich mal, dass es irgendwie so geht, dass wir da rüberkommen. Einigermaßen gut positionieren. Ist das jetzt so circa mittig? Ja, aber es wird nicht reißen, deswegen machen wir es mit dem Vorsprung hier vorne. Einfach mal zurückgehen. Nein. Und weil wir auch da drauf kommen. So. Nee, ich glaube, das ist noch ein bisschen zu weit weg. Hier, Präzisionsarbeit, Mann. Och, wir probieren es mal, ne? Mann, ich...
komme da halt nicht drauf, okay? Ich bin so blöd. Ich war auch total unkonzentriert, weil ich halt die ganze Zeit versucht habe, irgendwas off-topic zu labern. Also halt außerhalb von dem Thema Lara Croft und so, ne? Aber es ist schwierig. Ich kann das auch noch nicht so gut. Ich bin ja auch noch nicht so lange Let's Playerin. Ja, jetzt können wir ohne Schaden? Ja, okay, ohne Schaden. Perfekt. Es sieht nach Gegnern aus. Nee, nee? Okay, gut. Oh, sind Pfeile. Ist natürlich auch nicht gut. Und die können wir immer noch nicht aufnehmen. Okay, im richtigen Moment. Ah. Oh, 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 mein Leben. Ich spring gleich einfach. Und los. Guck, wenn man nicht viel nachdenkt, ist es ganz okay. Ich habe schon wieder keine Uhr gestellt. Na, ist ja eh egal. Ihr mögt ja lange Parts. Ich eigentlich nicht so. Aber egal. Das ist halt auch ein bisschen schwer zu bearbeiten im Nachhinein. Wie soll ich das denn schaffen? Och, verdammt. Spring! Oh, ich sag ja, einfach machen. Okay. Nee. Hier können wir unten durch. Wir sind so schlau. Na, hier geht's nicht gut. Ich höre das Herz pochen. Ich will jetzt nicht so viele Medipacks verbrauchen. Spring einfach. Oh. Da war gar kein Vorsprung. Oh. Verdammt. Guck mal, da denkt man mal so, nicht dran denken, dann schaffst du schon und dann denkt man wirklich nicht und springt ins Leere. Das ist beste Lösung ever. Ich meine, es hat eh keine Chance mehr, wir sind so schlecht, wir können es direkt umbringen. So, jetzt mache ich es aber richtig, komm. Einfach springen. Super. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Glück meinerseits, kann das sein? Da mussten wir wahrscheinlich auf die andere Seite, genau, oder? Ja, also jedenfalls ist da kein Vorsprung. Kann ich gucken? Hä? Hä? Aber das ist nichts zum Festhalten, oder? Kann man vielleicht weiter nach oben? Nö. Hä? Aber guck mal, die Wand hinter uns ist irgendwie so Holz oder so, ne? Kann ich mich da dran festhalten? Ich kann jetzt auch nicht die Kanone benutzen oder so, um das Pfeil zu schießen oder so. Ich will es eigentlich nicht riskieren, aber mach einfach mal. Oh, es ist sowas wie eine Leiter anscheinend. Ach so. Okay, ich dachte, da wäre irgendwas zugenagelt, also so Bretter von der Tür oder so mäßig. Okay, sie kann auch von hier aus abspringen. Mach einfach. Boah, ey, kommt Leute, das ist Glück, Mann, das ist Glück. Stolz, stolz. Tanzen wahrscheinlich her, ne? Jo. Ein Medipack, das ist gar nicht so schlecht, aber jetzt ist ja unsere Gesundheit eigentlich wieder gut. Es kommen bestimmt bald wieder Gegner. Ich habe die ganze Zeit Angst vor Gegnern. Jetzt haben sie es aber hier mit den Pfeilen. Ach, gut. Also, wie gesagt, ich beruhe irgendwie auf mein Glück. Das hat schon mal geklappt. Kommen hier überhaupt Pfeile? Hallo? Sehe ich die nicht oder kommen hier wirklich keine Pfeile? Na gut. Und jetzt einfach durch. Ja, okay. Mehr Glück als Verstand. Ja. Manchmal nicht schlecht. Und hier sind wieder welche. Ich hätte den ersten jetzt fast übersehen. Aber da kommen keine Pfeile raus. Hey! Die Pfeilteile sehen aus wie Gesichter, fällt mir gerade auf. Cool. Die erinnern mich auch so ein bisschen an Birdo. Kennt ihr Birdo? Es ist von Mario. Die hat immer so Eier gespuckt. Und die hier spucken halt Pfeile. Die hatten auch so einen komischen Mund, ey. Die oder der. Eigentlich ist es nicht bekannt, ob es die oder der ist. Keine Ahnung. Kann auch eine Transe sein. Wirklich, ist so. Ich erzähle euch keine Märchen.